Wenn ich den Samuel nicht getroffen hätte, wäre ich irgendwo im Leben gestrandet. Ich denke, das, was Samuel lebt oder vermittelt, war das, was ich innerlich auch gesucht habe oder immer noch suche. Für mich war das wichtig, jemanden zu sehen, jemanden zu treffen, der Familie hat, normal im Leben steht wie alle anderen auch und offensichtlich erleuchtet ist. Warum will niemand das Alleinsein? Warum will das niemand? Dieses schmerzliche Glück, das man fühlt in seiner Brust und in seinem Kopf, wenn man still ist. Dr. Samuel Widmer, Schweizer Arzt, Psychiater, Psychotherapeut und Lehrer. Um ihn ist in den letzten Jahren eine Gemeinschaft von 30 Menschen gewachsen. Bekannt wurde er als Autor von 13 Büchern. Sein Engagement für die psycholytische Therapie, den Einsatz von bewusstseinserweiternden Drogen, hat ihm viel Kritik in der Fachwelt und noch mehr Interesse bei Menschen eingebracht, die wie er nach der Liebe fragen. Samuel Widmer ist verheiratet mit Danielle Nicolette. Seit ich ihn kenne, war es einfach so ein Gefühl, ich glaube, das ist auch gegenseitig, einfach ein totales Zuhause sein beieinander. Und was das Besondere eben daran ist, ist eine völlig konfliktfreie Beziehung. Also wir haben keine Konflikte und hatten nie. Und eben nicht in dem Sinn, dass ich mich ihm anpasse oder er sich mir. Schon, also ich würdige ihn, wo er reifer ist und besser ist, da folge ich ihm, aber ich empfinde es als sehr ausgeglichen. Danielle war einmal seine Klientin und arbeitet heute als Therapeutin. Sie ist die Mutter von zweien seiner vier Kinder. Ich hatte eigentlich die Absicht, nie Kinder zu haben, weil meine Eltern hatten 9 und ich habe sie überfordert gesehen und dachte, das passiert mir nicht. Und dann mit 32 habe ich so ganz stark gespürt, Samuel, eine innere Stimme, du musst einen Sohn zeugen, sonst wächst du nicht mehr. Dann habe ich es einfach gemacht. Und ja gesagt hat Samuel Widmer auch zu Marianne. Eines Tages bat sie ihn, auch seine Frau sein zu dürfen. Mittlerweile haben die beiden eine gemeinsame Tochter. Ich habe schon immer gespürt, dass mir der Samuel eigentlich wichtig wäre, oder? Aber da waren zu viele Hemmungen oder Angst oder überhaupt, das kam irgendwie nicht in Frage. Und dann ging es noch so ein halbes Jahr, bis es dann so weit war. Es ist dann irgendwie einfach gereift zwischen uns. Da war schon einfach ein ganz starker Wille oder eine ganz starke Absicht, ich will mit ihm zusammen sein, ich will mit ihm das Leben verbringen, ich will da, wo es etwas zu lernen gibt, lernen, ich will mit ihm die Liebe entdecken. Der Liebe, da wo sie gelebt werden will, keine Beziehungsgrenze zu setzen, das gehört zum Experiment, auf das sich Samuel Widmer und Danielle Nicolette eingelassen haben. Aber es geht ihnen um mehr, ein konfliktfreies Feld der Liebe. Ich glaube, die Aufforderung an mich oder mein Schicksal ist, ich soll mich da drin einfach niederlassen und das tun, was ich tun kann. Du nimmst diese Berufung dann auch an, allem Vater zu sein. Im Gruppenraum seines jüngst erworbenen Seminarhauses treffen sich über 50 Menschen zu einer psycholytischen Sitzung. Sie wollen die ehrliche Selbstwahrnehmung, das Fühlen, das Mitfühlen üben. Zur Unterstützung werden sie Medikamente einnehmen, die helfen sollen, innere Blockaden zu lockern. 6 Jahre lang hat Samuel Widmer von der Schweizer Regierung erlaubt, mit den Substanzen LSD und MDMA mit beachtlichem Erfolg gearbeitet. Heute muss er auf weniger wirksame, legale Medikamente zurückgreifen.
Ja, und dann hat uns jemand noch einen Zettel geschickt. Irgendwie hat er uns berührt und es passt da zu dem gerade die Einladung. Daniel, du darfst uns das vorlesen. Was noch sagen von dem? Das hat ein indianischer Ältester aus Nordamerika offenbar so ausgedrückt. Normalerweise nervt mich das immer, wenn sie mit den Indianern kommen. Ich habe sie irgendwie da oben, aber das ist echt gut. Ich musste weinen. Die Einladung. Es interessiert mich nicht, wie du deinen Lebensunterhalt verdienst. Ich will wissen, wonach du dich so sehr sehnst, dass es dich schmerzt und ob du es wagst, davon zu träumen, dem zu begegnen, wonach dein Herz sich verzehrt. Es interessiert mich nicht, wie alt du bist. Ich will wissen, ob du es riskierst, als ein Narr für deine Liebe dazustehen. Es interessiert mich nicht, wo du wohnst und wie viel Geld du hast. Ich will wissen, ob du nach einer Nacht voller Trauer und Verzweiflung aufstehen kannst, ausgelaugt und wund bis auf die Knochen, und tun kannst, was für die Kinder getan werden muss. Fast alle hier haben viele Stunden Gesprächstherapie bei Samuel oder Daniel hinter sich. Einige von ihnen leben in der Schweizer Gemeinschaft, andere kommen von weit her, zum Beispiel aus Deutschland, weil sie hier mehr als den klassischen Therapeuten treffen. Mein Zugang ist, komm mal ganz hierher, weil dann wird unmittelbar das, was dem lebendigen Dasein im Weg steht, sichtbar werden. Also die Spuren der Vergangenheit werden sich darin zeigen. Währenddem, wenn du fragst, nach der Kindheit fragst, sie dir erzählen lässt, das ist eine tote Geschichte. Aber wenn du sagst, also sei mal mit mir ganz hier, dann zeigt sich die Vergangenheit in Hemmungen, Ängsten und solchen Dingen. Und dann kann man das anschauen und dabei stößt man dann schon auf die vergangenen Geschichten. Die Kleingruppe, ein Übungsfeld für Klienten, sich mit ihrer inneren Wahrheit anderen Menschen zu zeigen. Ich bin vorgestern angefragt worden, ob ich mitmachen würde in der Tantra-Gruppe. Und habe dann müssen merken, dass ich wirklich ein grosses Nein habe dagegen. Und dass ich eigentlich dass mich das eigentlich ein bisschen misstrauisch macht. Eben frei sein, gesund sein, glücklich sein und so weiter, würde ich heissen, mit jedem können ins Bett gehen, wenn der will. Ein bisschen so eine Vorstellung habe ich schon, ja. Komisch. Kann mir nie in den Sinn. Ehrlich? Nein. Wirkt dir das auch so an? Das ist mal der eine Punkt, dass sich jemand wirklich einlässt auf die Beziehung, auf eine Beziehung mit dir, auf eine echte Auseinandersetzung. Das, denke ich, ist das Wichtigste. Ein großes Problem ist halt, wenn die Geschichte, die aufgearbeitet werden muss, sehr vermauert ist, dann kannst du dich lang in einen gegenwärtigen Moment setzen mit einem anderen, der sitzt einfach vermauert vor dir und da passiert gar nichts. Und dann probierst du es mit allerlei Tricks und Hilfsmitteln und das ist nicht so einfach, da ranzukommen. Und da war dann die Entdeckung der Substanzen zufälligerweise, weil ich das im privaten Rahmen kennengelernt habe, das war ein Blitz vom Himmel zu sehen. Das ist es, das macht diese Kiste auf. Oder? Samuel Widmer arbeitet mit diesen Hilfsmitteln seit über 20 Jahren. Und diese Arbeit wandelt sich von der klassischen Therapie immer mehr zu reinem Miteinandersein. Stillsitzen, Energie sammeln, Probleme nicht lösen wollen, sondern fühlend damit sein. Ein schwieriger Weg,
Einer, der die mitfühlende Selbstannahme ebenso wie das liebende Füreinander-Dasein stets im Blick hat. Und dann besteht der Anfang der Arbeit immer darin, zu zeigen, schau doch mal genau hin, warum du jetzt aufs Klo gehst, warum du jetzt rumnesteln musst, warum du irgendetwas ausdrücken musst. Und da wird halt immer sichtbar in den Sitzungen, und das gilt für die meisten Menschen überhaupt, fast aller Ausdruck, wenn man genau hinschaut, ist ein Weggehen von dem, was ist, von Angst, von Einsamkeit, von irgendwelchen schwierigen Gefühlen in der Situation, in der man gerade ist. Man will das nicht haben und versucht, dem zu entfliehen über Aktivität. In die Stille hinein spricht Samuel Widmer Worte, die, wie er sagt, aus seinem Herzen kommen, die Wegweiser sein sollen. Diese Sache, die wir da heute machen, ist eine gute Sache zum Ausruhen. Das wäre schön, wenn wir gerade da einsteigen können, wo wir eigentlich hinwollen. Das alles, was wir meinen, es gehöre zum Weg dahin, beiseite lassen können. Allen Konflikt. Frieden ist auch Stille. Und Frieden und Stille sind dann auch Liebe. Und Liebe zu empfinden ist Glück. Und wenn ich mir das Glück anschaue, das ich empfinde, sehe ich, dass es immer gepaart ist mit deiner Trauer. Glücklich sein und traurig sein ist irgendwie fast dasselbe. Es lässt sich nicht trennen. Da, wo man es nicht trennt, wird das Mitgefühl geboren. Das Mitgefühl, das Einssein miteinander, in dem man ganz Anteil hat aneinander, unausweichlich einander spürt. Man ist zusammen traurig über den Zustand, in dem wir sind. Und das ist dann Glück. Das zusammen traurig sein ist Glück. Wo das aufeinander trifft, so wie jetzt gerade, ist das Glück vollkommen. Meist in der Welt ist es das nicht. Dann hadert man damit, dass es nicht gut ist. Und das macht, dass es nicht gut ist. Das ist das ganze Unglück. Wenn man in Frieden ist mit diesem Unglück, es trägt, es nimmt, sich der Trauer nicht verweigert, ist man im Glück. Dann öffnet sich dieses Tor zu diesem Anderen, das sich in uns hineinsenken will. Wer nichts mehr ablehnen muss, weitgehend in Frieden auf die eigene Geschichte schauen kann, erlebt zu Anfang einer solchen Sitzung meist eine tiefe Öffnung hin zu seinem Wesenskern, findet Kontakt mit dem Gefühlsraum, den Samuel Widmer die liebende Essenz eines jeden nennt. Und dann steigt meist die Frage auf, was möchte ich jetzt mit meinem Leben machen? Was will ich wirklich? Marita zum Beispiel ist damit in Konflikt. Sie hat ihr Tanzstudio in Deutschland aufgegeben und ist erst vor kurzem in die Schweiz gezogen. Aus Liebe. Zu einem Mann, der in der Gemeinschaft um Samuel Widmer lebt. Die Realität ist die, dass ich im Moment unsicher bin. Ja? Dass ich nicht genau weiß, wo mein Platz ist hier. Dass ich mich selbst nicht unter Druck setze. Ich glaube, das ist das Schwierige. Sie ist mitten hineingeraten in den Endspurt eines großen Projekts. Die Erweiterung der Gemeinschaft um Samuel Widmer und seine Frau. Es wird noch Zeit brauchen, bis sie sich in der gewachsenen Gruppe von 30 Menschen wirklich zu Hause fühlen kann. Die hier in der Nachbarschaft ihres Lehrers gebaut haben, sind
sind alle schon länger seine Schüler. Sie haben gemerkt, dass für sie auch die ungewöhnlichste Therapie nicht ausreichte, um das in den Alltag zu bringen, was Samuel Widmer ihnen vorlebt, die ganze Verantwortung für das eigene Leben anzunehmen. Sie haben sich lebenslang festgelegt und über 3 Millionen Franken für die 3 modernen Holzhäuser investiert. In dem kleinen Schweizer Dorf Nennighofen sind die Widmers und ihre Freunde bekannt und werden mit einer Mischung aus Achtung und Skepsis betrachtet. Das begann vor ein paar Jahren, als einige Schüler in seine Nachbarschaft zogen. Die, die als erste kam, mit Mann und Kind, war Sascha. Damals wollte sie vor allem mehr darüber wissen, wie Samuel und Danielle die Liebe in ihrer Beziehung so lebendig erhalten. Allein das hat mir ein Problem gemacht, zu sehen, die sind einfach glücklich, oder? Das gibt's auch und das konfrontiert mich mit meinem eigenen Unglück und Leiden. Also anfänglich hatte ich sehr viel mit Angst zu tun, sehr viel Angst gespürt. Im Körper dann vor allem. Ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht einfach da sein, nicht einfach nachgeben. Diesen Unwillen in einem sich nicht ergeben zu wollen in das, was ist. Aus dem Glück keine Sicherheit machen zu wollen. Weil dieser Zustand des Friedens, der Stille, der Freude, das ist eine sehr fragile Sache. Eine völlig unsichere Sache. Das kommt und geht, wie es will. Wenn ich es festmachen will, geht es. Der Musik lauschen, sie mit voller Aufmerksamkeit hören, als sei es das erste Mal. Die Wahrnehmung wieder öffnen. Für Samuel Widmer ist das ein Weg, sich auch allen Klängen der Seele zu öffnen, den eigenen und auch denen von anderen Menschen. Ich will die Liebe nur, wenn du mir darin vorangehst. Aber wenn ich die Wahrnehmung aufmache und du noch nicht oder du überhaupt nicht, dann ist es unerträglich. Das ist auch Leben. Das nimmt man an, wenn man nicht nur auf das Vergnügen setzt in der Liebe, weil man sieht, dann geht sie weg. Sondern ich setze auf das Mitgefühl darin. Ich verpflichte mich dem. Ich mache das zu meinem obersten Prinzip. Also, ein Lied für meine liebe Frau Marianne, die mir Pein und Freude ist. Gerade mit diesen Fragen, so der Eifersucht, des Verlassenseins, des Ausgeschlossenseins, Alleinseins, sehr auseinandersetzen. Also Eifersucht ist Konflikt und da erlebe ich mich schon sehr so, dass ich schaue, wie die das machen.
Also bei beiden, also bei der Danielle, kann ich mehr schauen, ja, wie ist das, wenn man das gar nicht kennt? Also mit der Marianne ist es am sichtbarsten einfach, wenn sie dann da Wertung reinbringt, wenn sie das vergleicht, wenn sie sich mit mir vergleicht, dann kommt einfach das Autoritätsproblem da rein, Konkurrenz auch so. Das macht dann eine Trennung, das ist dann immer schade. Und bei Samuel schaue ich mehr, bei ihm habe ich das Gefühl, der hat das schon gekannt, aber das überwunden. Der hat den richtigen Platz gefunden für die Eifersucht. Und da schaue ich dann einfach ab. Die tiefste Wahrheit ist nur, wenn wir uns in einem gemeinsamen zusammenfinden, wenn wir wieder eins werden, wenn wir in diesen Raum finden, der Einheit miteinander, des Mitgefühls, darin entfaltet sich Glück und Frieden für alle und damit auch für mich. Und das ist Lebensqualität. Die Bewegung des Lebens muss einem wichtiger werden als die Kontrolle. Also es geht ja da immer um Gefühle, als irgendwelche Gefühle. Also es muss eine Bereitschaft da sein, sich jedem Gefühl auszusetzen. Die Energie in der Gruppe ist gestiegen. Viele konnten das, was sie innerlich bewegt, tragen und halten. Die Erfahrung drückt sich aus in Tönen. Authentisch sein ist das Ziel und auch, dass das persönliche, individuelle sich einordnet ins Ganze. Dass eine Melodie entsteht, von der jeder getragen ist. Freude, Glück, Lust sollen darin ebenso Platz finden, wie Resignation, Trauer und Schmerz. Nicht alle getrauen sich, ihren Herzenston entstehen zu lassen. Immer wieder ist da die Versuchung, etwas zu machen, etwas, das den eigenen Vorstellungen entspricht. Oder man will den vermeintlichen Erwartungen des Lehrers entsprechen. Im Grunde lernt man bei ihm, wie man bei den Eltern auch gelernt hat. Die Lehren, das, was man intellektuell vermitteln kann, das dem folgt sowieso selten jemand. Das bringt meistens gar nicht so viel. Man macht einfach, wie Kinder das tun, die dann doch immer wieder wie die Eltern werden, so folgt man einfach dem Lehrer in seinem Leben. Man schaut sich das im Grunde an, lässt sich in diese Wirklichkeit hineinziehen, die der Lehrer für sich aufgebaut hat. Sein Geschäft hat Manfred im Keller eines der neuen Häuser etabliert, eine Computersoftwarefirma. Der gefragte Experte ist verheiratet und übt, wie die meisten, die Beziehung zu öffnen. Er hat auch schon, bevor er Samuel Widmer traf, danach gesucht, das Weltliche mit der Spiritualität zu verbinden. Da war ich in Würzburg im Kloster, da bin ich auch schon hingegangen auf der Suche nach Lebensgemeinschaft. Und da gab es einen Zen-Meister, der da auch so etwas wie eine Schülerschaft um sich herum aufgebaut hatte, die auch in dem Haus zusammenlebt. Und da dachte ich, das könnte es eigentlich sein. Aber nach einer Weile habe ich dann festgestellt, dass das doch noch zu pastoral war. Das war auch ein Priester und das war nicht ganz das Richtige. Und dann hat dieser Zen-Meister mir tatsächlich ein Buch von Samuel gegeben. Und meinte, das wäre vielleicht was für mich. Ich habe das gelesen, habe ihn angerufen und von da ab wusste ich eigentlich, dass ich hierher kommen würde. Für die Gruppe hier, die jetzt die neuen Häuser gebaut hat, bin ich so ein bisschen die leitende Figur. Meine Rolle ist im Grunde zwischen Samuel und Daniel auf der einen Seite und den anderen auf der anderen Seite.
Zum Beispiel dieser Begriff radikale Diesseitigkeit, das ist so etwas, was von mir gekommen ist, was vermittelt, was er eigentlich macht. Spiritualität, aber hier in dieser Welt. Du machst nichts heute. Nein. Maja macht also, heute wenn ich noch dazu komme, helfe ich noch. Ja, okay. Aha. Ja, prima. Bis dann. Bitte, Sally. Das ist die Frage, warum ich überhaupt hierher gelandet bin. Schon die Sehnsucht einmal zur Ruhe kommen einerseits und dann auch die unglaubliche Herausforderung hier zu erleben. Heini ist mit 72 das älteste Mitglied der Gemeinschaft. Mit mir völlig allein sein und meinem Alter gemäß mich auf, es tönt jetzt so pathetisch, aufs Abgeben, auf den Tod sich einzustellen. Und das, wenn du das wahrnimmst, dann siehst du, überall siehst du den Tod, das Vergehen, das Kommen, Werden, Vergehen, überall. Du spürst jetzt also an meinem Körper, spürst jetzt gerade so sehr in einer Beziehung, eben zu der Maja unten. Die ist so viel jünger als ich, das ist auch typisch, dass ich ständig jüngere Partnerinnen habe. Und die einfach eisern ihr Leben lebt. Maja, die Freundin, ist auf der Sitzung dennoch für ihn da. Im Gruppenraum hat sich die Angst vor dem Alleinsein ausgebreitet. Erinnerungen an alten Schmerz und Verzweiflung. Warum will das niemand? Dieses schmerzliche Glück, das man fühlt in seiner Brust und in seinem Kopf, wenn man still ist. Dieser beglückende Schmerz, der da ist. Wir nennen das Alleinsein. Warum will niemand das Alleinsein? Ja, die Einsamkeit ist für alle das, was in der Tiefe angenommen werden muss. Und je mehr du dich der Wahrheit und der Liebe und der Wirklichkeit verpflichtest, desto mehr bist du sehr, das ist ein sehr einsamer Weg, weil die Welt, so wie wir sie im Moment zusammengestalten, ist ein Ort, an dem die Illusion, die Unwirklichkeit blüht, an allen Ecken. Und das ist eine Auseinandersetzung, ja, die jeder, denke ich, zu führen hat. Es ist zuerst eine traurige Geschichte zu sehen. Ja, man wird nicht gesehen, nicht verstanden, missverstanden vor allem auch. Und irgendeinmal hört das auch auf, wenn eben die Einsamkeit genügend integriert ist, dass einfach diese Tatsache, dass man sowieso allein ist, integriert ist, spielt das irgendwie auch nicht mehr so eine Rolle. Es wandelt sich dann mehr so in ein Mitgefühl, dass man sieht, all diese unglücklichen Menschen da auf der Welt und sie finden keinen Zugang zum Glücklichsein und zu Stille und Frieden und all diesen Dingen. Und kann ich vielleicht etwas tun? Nur wenige sind ihrem Lehrer bislang auf diesem schwierigen Pfad gefolgt. Christoph ist einer, der es mit seiner Geige auszudrücken vermag,
welche Stimmung gerade in der Gruppe vorherrscht. Enttäuschung, Selbstmitleid, Isolation. Das Eintreten in den gemeinsamen Raum von Liebe und Mitgefühl scheint unmöglich. Also ich spüre das nicht, ich spüre keine Leidenschaft, also mir fehlt die Leidenschaft, die sagt, ja, aber hört mal, jetzt haben wir uns da so viele Leute zusammen getroffen, ihr seid von so weit hergekommen zum Teil. Und das soll es dann schon gewesen sein. Was fehlt denn? Also was mir fehlt ist, so die Innigkeit oder irgendwie, es geht nicht zusammen. Viele sind so isoliert für sich da. Es geht irgendwie nicht auf. Ich denke, man kann da nichts machen. Also man kann das niemandem eigentlich erklären. Man kann das nicht aufzeigen. Man kann niemanden dahin führen. Ich weiß nicht, wie es geschieht, dass irgendeinmal plötzlich mir das andere das Wichtigste wird von allem. Einfach wichtiger als alles andere, als all mein eigenes persönliches Drehen um mich selbst. Ich weiß nicht, wie man dahin gelangt. Wenn die Liebe oder wie man das immer nennen mag, nicht wichtiger geworden ist als alles andere in meinem Leben. Aber wenn du in diesem eigenen Ding gefangen bist, dann siehst du ja das andere gar nicht. Eben. Also ist das irgendwie, also was du sagst, wird keinen interessieren, ja, der im eigenen dreht, oder? Ja. Er weiß gar nicht, wovon du sprichst. Er merkt nur, dass du irre bist. Eben, da kann man keinem helfen oder da kann man niemanden führen, irgendwie. Und doch, ja, was soll ich anderes tun, als das immer wieder in die Welt zu setzen. Also ich empfinde das als die Möglichkeit des Menschen im Gegensatz zur Möglichkeit des Baumes. Der Baum ist einfach da und sagt nichts und tut nichts. Ein Mensch kann Blockflöte spielen. Genau. Und Samuel Widmer übt täglich auf seinem Cello, obwohl er weiß, dass er es in dieser Disziplin nie mehr zur Meisterschaft bringen wird. Man muss da in weiteren Dimensionen denken. Das ist halt wie Moses in der Wüste, der nur ins gelobte Land schauen konnte von Weitem. Es ist nicht für mich, nicht in diesem Leben, aber wir machen die Arbeit, die zu tun ist, so gut wir können. Und das wird dann schon kommen, irgendeinmal. Und eben vielleicht in 5000 Jahren. Das heißt, man muss auch bereit sein, warten zu können, nicht ungeduldig zu sein. Geduld ist die Essenz der Liebe, oder? Mittagessen bei Familie Widmer. Sie kochen abwechselnd. Einige Familien in der Gemeinschaft haben sich zusammengetan. Das Füreinander-Sorgen auf dieser Ebene funktioniert ohne Reibereien. Jeder übernimmt Verantwortung. Auch die Betreuung der Kinder teilen sie sich, sodass alle Erwachsenen, Männer wie Frauen, ihren Berufen nachgehen können. Und wer hat die Führung in diesem Gemeinschaftsunternehmen? Und einer ist der Chef und alle gehorchen dir. Ich bin nur der Mann der Chefin. Ich habe eine Beziehung, wo ich mich drin einfach ausruhen kann. Und alle anderen Beziehungen sind letztlich immer irgendwo auch
Arbeit, ebenso wie mit Kindern. Das sind letztlich alles irgendwo Kinder auch. Wunderbare Kinder zum Teil und ich möchte sie nicht missen, aber ich würde mich schon freuen, wenn sie dann erwachsen werden und also einfach in Beziehung zu mir, oder? In Bezug zu mir erwachsen werden und wird dann so, so ein ausgeglichenes Geben und Nehmen und so sich herstellen würde. So wie Kinder natürlich auch von Eltern versorgt werden, liegt natürlich in diesem Versorgtwerden eine gewisse etwas Angenehmes. Man geht eben einfach mit. In dem Moment, wo ich aber dann meine ganz eigene Freiheit finde und diese Abhängigkeit überwinde, muss ich natürlich den Komfort dieses Angenehmen, dieses quasi Getragenwerdens dann auch ein Stück aufgeben. Nachdem Daniel und Samuel durch ihren Dialog und ihre Fragen auch dem möglichen Scheitern des gemeinsamen Wegs in die Liebe einen Platz verschafft haben, ausgesprochen wurde, was trennt, kann sich auch das Verbindende wieder zeigen. Daniel und ich dann so zusammen waren und mit dem Christoph, das war denn, das, da habe ich gemerkt, da kommt so die, wie sagt man denn dem, also ich habe sehr viel Energie gespürt, also die Energie war auf einem hohen Niveau oder auf einem hohen Level und hat sich aber auch wie, wenn es sich richtet, oder? Es richtet sich und dadurch wird es feiner und so. Und dann ist es nicht mehr nur einfach hoch, sondern da ist dann einfach, da ist dann Berührtsein da oder so eine lebensbedürftig sein. Und dann ist das dann vor allem ein inneres Geschehen, tiefer zu gehen, bewusster zu werden, wacher zu werden. Und erst wenn dann da ein Angekommensein ist, ganz im Hier und Jetzt, in mir Heimat gefunden ist, dann kommt dann da ein Ausdruck, der wahrhaftiger ist, authentischer ist. Und dann trauen sich einige zu erzählen, was sie bedrückt. Fragen nach Unterstützung. Also, irgendwie habe ich so mit dem Wort Eifersucht, das ist mir ein Sammelbegriff. Also im Moment, schon seit Stunden jetzt spüre ich eine Art, eigentlich willst du mich gar nicht. Du tust halt so nett zu mir, aber ich spüre überhaupt keine Leidenschaft. Oder ich fühle mich unerwünscht, aber irgendwo hast du ein schlechtes Gewissen und tust du so, als wäre ich willkommen. Fühle ich mich aber nicht. Und das hat keinen Platz in dir? Ja, versuche mal, das erste Mal mit dem zu sein. Wenn das Platz hat, das ist Alleinsein, dass auch das Platz hat, der andere will mich nicht. Das wäre theoretisch das Ende des Leidens. Es tut mir leid, dass du leidest. Ich spüre das wie ein, ja auch ein Schmerz in mir.
Also irgendwie, ich kann es nicht ändern, aber es wäre leichter, wenn du daran nicht leiden würdest. Es wäre leichter, wenn sie nicht leidet, aber es ist auch leichter, wenn du noch mehr allein bist. Hm. Was meinst du genau mit noch mehr allein? Wollen wir da noch reingehen? Ich weiß schon, es ist das A und O der ganzen Geschichte. Samuel, kannst du das mit dem Alleinsein nochmal? Ich habe das Gefühl, da blockiert es mir irgendwie, ich weiß da nicht genau. Was die Angela leidet, weil sie nicht allein ist. Ja. Weil ihr eine Beziehung habt, wie man sagt. Oder? Ja. Das heißt, eine Bindung gemacht habt zwischen euch und du leidest an ihr, weil da eine Bindung ist. Oder? Ja. Und das Rezept ist, man muss allein sein. Hm. Und dann von dort aus eine andere Art von Beziehung. Die meisten Menschen, die gehen mal zusammen ins Bett, beginnen eine sexuelle Beziehung und versuchen dann Liebe herzustellen oder sich zu nähern darin. Das funktioniert bei mir nicht. Also mit meinem Körper ganz. Da ist keine Lust, da ist nichts im Becken. In der Sexualität war ich lange unterwegs und habe noch andere Möglichkeiten, andere Formen gesucht und so. Und das irgendwie auch alles bekommen und irgendeinmal hat sich etwas verändert da. Ich habe es zuerst gar nicht richtig begriffen, was es bedeutet, bis ich es dann sehen konnte. Ah, da ist kein Wunsch mehr. Ich will eigentlich nichts mehr, wenn etwas zu mir kommt als Geschenk. Ja, schön, aber es ist auch etwas sehr Schönes, da kein Drängen mehr zu spüren in irgendeine Richtung, dass ich da noch irgendetwas mir holen müsste oder so. Samuel lebt relativ viel Sexualität mit verschiedenen Frauen und dann war so, dass die Selbstverständlichkeit, dass wenn der mit meiner Frau, dann darf ich mit seiner, oder? Und ja, so geht das nicht auf. Das geht nicht so. Es ist eben kein Tausch oder kein Besitz, den man austauscht, sondern das sind ganz individuelle Beziehungen. Daniel zeichnet auf, wie die Menschen in der Gemeinschaft gerade zueinander stehen. Also mein Hunger in Beziehung gilt nicht der Sexualität, der gilt mir der sonst der Nähe und Innigkeit und Grenzenlosigkeit. Der Sexualität bin ich eigentlich sehr ausgefüllt. Also da weiß ich gar nicht, wie weit das dann nicht auch eine Überforderung wäre dann mit mehreren Männern für mich. Dann der Manfred und die Christine dann da oben wohnen. Für die meisten Frauen scheint es schwierig zu sein, die Sexualität mit mehreren Männern zu teilen, auch wenn es einige versuchen. Daniel setzt auf Herzensbeziehungen, die langsam wachsen. Für einige Männer in der Gemeinschaft ist sie zur Lehrerin für Innigkeit und für spirituelles Wachstum geworden. Also pünktlichen tut's zum Manfred. Und im Moment gerade zum Marco. Gruppenraum. Keine psycholytische Sitzung, sondern wie jeden Monat trifft sich hier die Gemeinschaft zum Gespräch.
Die Moderation wechselt jedes Mal und liegt heute bei Danielle, die die Schwierigkeiten des recht komplizierten Beziehungsgeflechts anspricht. Und dabei wieder die Frage, wie können sich Liebe und Mitgefühl ausbreiten? Da bin ich und das ist mein Mann. Und das ist alles wunderbar. Aber mein Mann, der ist sehr begehrt. Und da habe ich so gemerkt, irgendwie entsteht da ein Ungleichgewicht. Die Marianne hat es letzthin so klar ausgedrückt. Alle wollen nur den Samuel, die sollen doch selber schauen zu ihren Männern und ich komme sonst zu kurz. Und die Sascha, die kann doch den Marco haben, warum muss die jetzt auch noch den Samuel haben? Und die Chantal, jetzt will die den auch noch und so, oder? Also der bäckt da ein offenbar besonders gutes Brot und alle wollen von diesem Brot, weil es das Beste ist. Und dann sitzen wir da an einem Haufen und jeder hat nur noch ein kleines Stückchen. Und alle haben Hunger, oder? Ja, was macht man da? Vielleicht muss man gar nicht so denken, aber wenn das Gefühl da ist, ich verliere etwas, eben zum Beispiel die jetzt bei der, wenn die Bea da mit dem Dolph zu tun hat und so, dann kommt die Angst und eben das zu kurz kommen und so. Und ich erlebe es bei mir so und bei allen so, eben wenn man etwas bekommt, dann ist man sehr liebend und sehr einladend, sehr wohlgestimmt. Und wenn man etwas zu verlieren glaubt, dann wird es schwierig. Wenn ich diese Kraft, die da drin frei wird, also jetzt, wenn die Bea sich auf den Dolph einlässt, wenn ich die nach innen richte, oder, ist da einfach mal ein Riesenschmerz und es hat dann einen Punkt gegeben, wo das mir die ganze Brust aufgerissen hat und in dem Moment habe ich dann auch die Bea losgelassen und die Kontrolle darüber, über unsere Beziehung. Und seither fühlt sich das eigentlich viel freier an und es versetzt mich jetzt im Moment eigentlich sehr stark mit ins Alleinsein, also mit, dass ich dass ich eben Beziehung nicht machen kann, dass ich Beziehung nicht kontrollieren kann und da ist auch sehr viel Angst darüber, oder dass ich das nicht, also das, sich dem auszuliefern. Fast das Ende der psycholytischen Sitzung. Die Wirkung des Medikaments ist abgeklungen. Viele haben an wahrhaftiger Selbsterkenntnis gewonnen. Einigen ist es gelungen, Teile ihrer selbst, auch die schwierigen, zu integrieren. Manche waren in der Lage, auch das Leid der anderen mitzutragen. Eine Erfahrung, die als innere Ausrichtung in den Alltag hineinwirken soll. Und Samuel Widmer und Danielle Nicolette, sie lassen nicht nach, auf die Fallen auf dem Weg zur Liebe hinzuweisen. Geht es da nicht einfach um die Frage von eben Vergnügen orientiert sein oder eben Mitgefühl orientiert sein, das ganz genau mal unter die Lupe zu nehmen, bin ich eigentlich... Ist Vergnügen das oberste Prinzip in meinem Leben? Dann suche ich in der Hingabe ans Ganze auch nur die ultimative Ekstase, oder? Ja. Also es hat auch noch zu tun mit, also zu lernen, mit Energie richtig umzugehen. Also wenn mehr Energie da ist,
Das ist für die meisten oder für alle auch ein Lernprozess und für die meisten ist das ganz schwierig. Eben sobald mehr Energie da ist, geht es mehr in Träume und mehr in Gedanken. Jetzt weiß ich zwischen was ich unterwegs bin. Entweder schlafe ich ein oder ich denke. Was ist das? In dem Gespräch mit Samuel und Dani, was ich hatte, wo ich gesehen habe, ja, also es ist das, was ich in den letzten 3-4 Wochen für mich erkannt habe, dass in die Wahrnehmung gehen, immer wieder ganz präzis mit Fragen zu leben, dass das der Weg ist. Dass es halt einfach eben, wie die Daniel gesagt hat, man übt das ein paar Jahre. Also die Erkenntnis der letzten 2-3 Wochen war für mich, ja, das Denken geht prinzipiell immer weg von dem, was nicht angenehm ist, immer hin zu dem, was angenehm ist. Und aus dem entsteht einfach immer Problem. Mein ganzes Leben lang entsteht aus dem ein Problem. Und ja, ich hab's satt, ne? Ist mir einfach zu dumm. Also häufig hört man sagen, ja, das Denken ist das Problem. Wenn man nicht denken würde, dann wäre alles gelöst. Das ist natürlich so nicht wahr. Wenn man nicht denken würde, wäre man ein Idiot. Oder? Es ist eine bestimmte Art des Denkens. Wenn du dein eigenes Denken beobachtest oder mit einem anderen das anschaust, sieht man meistens denkt jeder irgendwie in Kreisen um sich herum. Selbstmitleid, frustrierte Gedanken, Angstgedanken, so diese Gedankenräder um sich selbst herum. Das sogenannte psychologische Denken, das dann auch die entsprechenden Emotionen produziert, oder Widerstandsdenken, ich bin gegen, im Konflikt mit etwas, immer im Konflikt mit dem, was gerade ist. Und diese Art des Denkens, die macht absolut keinen Sinn, sie erzeugt einfach Konflikt und Leid in mir und dann als Ausdruck davon in meinen Beziehungen, im Leben überhaupt, in der Welt. Und wichtig ist nicht, das Denken auszuschalten, sondern zu beobachten. Und dann sehe ich, wenn ich wirklich lerne, von Moment zu Moment jeden Gedanken wahrzunehmen, sehe ich, aha, ich denke diese Dinge. Ich denke ständig diese sinnlosen Dinge. Und wenn ich mir ganz bewusst werde über mein Denken, dann bekomme ich die Macht über mein Denken. Normalerweise denkt es mich ja einfach, ich bin dem ausgeliefert und ich bekomme dann die Macht darüber, ich bekomme das in den Griff. Ich kann sagen, wann ich denke, ob ich denke und was ich denke. Das Denken bekommt dann eine ganz andere Funktion. Es denkt dann immer darüber nach, was unmittelbar gerade zu tun ist, was notwendig ist. Es beschäftigt sich statt mit all diesem psychologischen Unsinn, den man einfach rausschmeißt, mit dem, was zu tun ist, damit wir ein besseres Leben haben, zum Beispiel, dass es in einer bestimmten Situation uns wohler werden kann. Die schöne Marianne. Ein Geburtstagsgeschenk der Gemeinschaft an Samuel zur Einweihung des Seminarhauses. Bewirtschaftet wird es von Nicole. In diesem Haus zu leben ist, ich würde sagen, eine große Gnade. Also jeder ist sehr beschäftigt mit seinen Dingen. Jeder hat eigentlich wenig Zeit, um etwas nachzugehen, was oberflächlich oder fadenscheinig wäre. Es ist wirklich nur da der Kontakt, wo das Bedürfnis ist. Und das konfrontiert unheimlich mit deinem Selbst. Also zum Beispiel habe ich unlängst an einer Gruppe teilgenommen. Und dann, anstatt dass ich da einfach still bin und das halte, was da ist, auch das Geschenk still damit sein, das wäre nämlich da meine Aufgabe gewesen, komme ich dann rein und bin sehr fordernd oder stelle mich dar. Also in diesem Moment war es, ich stelle mich dar, aber eigentlich ist es nicht richtig. Und in dem Moment, wo ich es dann tue, realisiere ich es.
Und dann ist es mir sehr peinlich, das ist ein Moment, da werde ich dann scheu. Es könnte sich etwas einschleichen wieder, habe ich da so gespürt. Jeder schaut, dass er etwas hat, dass er was bekommt, was er möchte. Aber er schaut letztlich wieder nur für sich, oder? Und so geht's einfach nicht. Am Schluss gibt es die völlig Überforderten und die, die zu kurz kommen. Ist denn das nicht ein Muster, dass man einmal gründlich im Leben anschaut und sieht, ah ja, genau, so funktioniere ich, so funktionieren wir alle. Ich will haben, haben, haben. Und wenn ich bekomme, dem sage ich Liebe. Und wenn ich nichts bekomme, dann fühle ich mich gar nicht gut. Das ist eigentlich mein Leid an der ganzen Sache, so wie ich es erlebe. Dass man noch gar nicht eingesehen hat, dass das das Übel ist. Im Grunde ist Krieg. Ja. Das ist die Wirklichkeit. Ja. Da erlebe ich die verschiedensten Motive, warum da überhaupt Beziehung entsteht. Ich sehe, natürlich spielen Sympathien eine Rolle, spielt auch Zuneigung eine Rolle, sexuelle Anziehung und so weiter. Alle diese schönen Dinge spielen eine Rolle und den kann ich auch natürlich begrüßen. Aber es gibt viele andere, die auch eine sehr große Rolle spielen. Zum Beispiel möchte der Eddie die Bea eifersüchtig machen. Christine möchte sich vom Vater befreien. Und solche Dinge, die einfach wirklich ein Machtinteresse darstellen. Und wenn ich dann hingehe und versuche, darauf einfach den Finger zu legen und zu sagen, hier stimmt aber auch was nicht und das, was da nicht stimmt, das gefährdet zum Beispiel die Grenzen der Strukturen, die ich gerne einhalten möchte, nämlich die Strukturen meiner Ehe zum Beispiel. Ja, weil dann wirklich aus solchen quasi unbewussten Machtbedürfnissen heraus diese Grenzen dann sehr schnell überschritten werden. Das Ergebnis ist aber, ich habe ja nur Eifersucht. Und sie können sich wieder auf dich berufen. Eifersucht ist klar, sonst nichts. Ich bin unentwegt am Tragen. Diese ganze Struktur bin ich am Tragen und am Tragen. Aber wenn ich dann mal sage, hört, passt mal auf, dann kriege ich solche Antworten. Also abgesehen davon, dass ich dich sehr gut verstehe, warum gefällt dir das Tragen nicht? Also, es gibt einen Aspekt dabei, der mir durchaus gefällt, denn entweder das macht mich wahnsinnig oder erleuchtet. Zum Geburtstag kommen wir, bringen Segenswünsche dir, das auf alle. Die Gemeinschaft feiert und jeder zeigt sich von seiner schönsten Seite. Manfred meint, es sind immer noch zu viele hier, die ihre wirklichen Gefühle und Interessen hinter einer Liebesmoral verstecken. Sie trauen sich nicht, zu ihren menschlichen Schwächen zu stehen. In seiner leidenschaftlichen Unzufriedenheit trifft er sich mit seinem Lehrer, der beim Festessen sich schwierigen Fragen von auswärtigen Gästen stellt. Weißt du, was mich noch interessiert? Bist du erleuchtet? Ich? Ja. Bin ich erleuchtet? Ja, ja. Sie findet's. Und du? Ich weiß nicht recht, was das ist. Also so erleuchtet. Eine Frage, die man selbst beantworten kann. Das wäre narzisstisch, wenn man selbst beantwortet. Erstens. Das beantworten andere, oder? Von anderen über sich spricht man nicht über solche Dinge. Also es geht nicht. Ich kann es dir so sagen, zuerst strengst du dich an. Sitzen, lauschen. Und es ist eine furchtbar ermüdende Angelegenheit. Und einmal erreichst du den Punkt, es war wie ein Zurückblick, seit einer Weile habe ich das ja einfach. Das ist einfach da, ich brauche mich gar nicht anzustrengen. Und insofern ist schon dieser Punkt erreicht worden, oder, wo das einfach lauscht. Ich denke, die Gipfelerfahrung ist gerade dadurch ausgezeichnet, dass sie unabhängig ist vom Äußeren.
Es ist ein innerer Zustand, den man in jeder Situation haben kann. Persönlich habe ich Gipfelerfahrungen vor allem erlebt in sehr chaotischen, hektischen Erfahrungen, wenn einfach die Einsicht kommt, jetzt gibt es nichts anderes als loslassen. Und dann plötzlich ist es da. Vom Gipfel zu reden ist irgendwie auch illusorisch, weil es gibt einfach den Weg. Und der Gipfel ist auch nur ein Punkt auf dem Weg. Dann geht man wieder runter und auf den nächsten. Der nächste Höhepunkt im Gemeinschaftsleben ist die öffentliche Einweihung des Seminarhauses zur Kirschblüte. Die Dorfbewohner, Freunde und Verwandte sind geladen. Samuel Widmers Vater, der bis heute keinen rechten Gefallen am Schaffen seines Sohnes finden konnte. Kirschblüte, Basti Daster von Basulan. Der treue Bibelmann schwankt zwischen seinen Grundsätzen und ein wenig Stolz, dass sein Samuel sich über die Schweiz hinaus einen Namen gemacht hat. Und der wird den Leuten aus dem Dorf in ihrer Sprache zu erklären versuchen, was es mit seiner Arbeit auf sich hat. Wir arbeiten mit der psycholytischen Methode, wir arbeiten sehr viel mit dem Gespräch auch, wir arbeiten mit Meditation. Wenn man verstehen will, was das ist, dann muss man halt eine machen. Aber für das muss man dann wahrscheinlich wieder einen Grund haben. Aber ich denke, dass so viel Angst und eben so etwas Geheimnisvolles drumherum ist, das hängt halt auch damit zusammen, dass jeder von uns, auch wenn er gesungen ist, irgendwo in sich das Potenzial auch ahnt, dass man kann krank werden an der Seele oder auch solche Momente kennt, wo er das dunkle Tal der Seele durchwandert oder dort drinnen abstürzt. Und ja, jedem von uns macht das wahrscheinlich auch ein bisschen Angst, so irgendwo zu spüren, dass der Wahnsinn gerade nur eine dünne Tür trennt ist von der Normalität, die ich mich drin habe verankern können. Und das, denke ich, ist mit der Grund, warum das dann immer wieder so viele Diskussionen auch Anlass gibt. Ein fröhliches, ein entspanntes Fest, auch wenn deutlich wird, dass Samuel Widmer und seine Arbeit nicht von allen verstanden wird. Aber wie den hohen Anspruch, Menschen nicht nur zu reparieren, sondern ihnen den Weg zu mehr Liebe und Mitgefühl zu öffnen, wie soll man diesen Anspruch vermitteln? Jetzt weiß ich, um was es geht. Jetzt bin ich froh, wenn ich da war. Es war ganz schön. Doch mal. Die Patienten, die da kommen, die bekommen Hilfe. Ja. Und das ist immer gut. Samuel habe ich als einen Mann kennengelernt, der mit Unerbittlichkeit die Dinge an sich selber lernt. Das ist eine Begabung, das kriegt man nicht einfach. Auch Daniel Nicolettes Familie ist gekommen. Ihr Bruder, der Vater. Was denken Sie darüber, dass sie von der Klientin zur Therapeutin wurde und heute diese ungewöhnliche Arbeit macht? Ich muss dazu sagen, das ist Ihr Job und nicht mein Job. Ich habe einen anderen Job oder hatte einen. Aber wir sind natürlich auch nicht Fachleute dazu, um das beurteilen. Aber was wir gesehen haben, scheint uns das etwas sehr Sinnvolles. Ja. Und ich habe nie mir vorgenommen, Therapeutin zu werden. Ich war irgendeinmal plötzlich in meinem Leben in dieser Rolle, überall, in vielen Beziehungen. Man hat mich aufgesucht, mich um Rat gefragt und dann habe ich gemerkt, da fühle ich mich irgendwie richtig, da kann ich mich entfalten. Ja, dann habe ich es einfach dann noch umgesetzt äußerlich und dann das noch halt zu meinem Beruf gemacht. Die Sascha ist eine, wo ich das Gefühl habe, die blüht im Moment ziemlich. Erzähl uns mal, wie du das machst. Oder stimmt's nicht? Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Also ich fühle mich im Moment da eigentlich ja, sehr beschenkt so vom Leben. Dem da. Was war mit dir eigentlich? So der Auslöser auch gewesen. Oder ein Anfang. Oder mit dem Christoph auch. Und mit dir, Samuel, habe ich so gemerkt, ja, ich komme nicht um dich rum,
Also, weißt, das ist schon klar, dass ich dich lieb habe eigentlich schon immer. Aber ich merke halt, also um so richtig in Beziehung zu sein, da sind einfach noch zu viele trennende Gefühle da, also zum Beispiel Angst oder eben auch immer wieder Verweigerung und so, mit denen, die ich dann auch immer wieder sortieren muss. Aber was wichtig war, ist, dass ich dich zum Beispiel gefragt habe, oder trotz meiner Angst, also kann ich nicht mehr machen in dem Moment, aber ich kann schauen, dass das, wo ich in mir finde, da stimmt eine Richtung, dass ich das trotz meiner Angst einfach mal anpeile und da hingehe. Also ich denke, blühen tue ich jetzt halt gerade, weil ich lieben darf und weil ich so merke, ja, wie sehr ich es auch brauche, einfach. Wer ist schon dankbar, dass er leben darf? Und wie weckt man das? Mit Gefühlen, dass man dankbar ist, dass man leben darf. Das ist schön, das kann ich verstehen. Dass sich die Liebe ausbreitet, dass ein Feld von Liebe und Freundschaft entsteht. Stellt euch das einmal vor, ein völlig konfliktfreies Feld offener, ehrlicher, liebender Beziehungen. Niemand kann sich das denken, offenbar. Es hat nicht Platz in unseren eng strukturierten Köpfen und geizig verschlossenen Herzen. Es ist nicht so, dass irgendetwas falsch wäre an dieser Situation, sondern einfach, da sind noch Gefühle in mir, die ich, oder noch Schwierigkeiten in mir, die ich nicht bewältigen kann oder noch nicht, da noch nicht durch bin. Aber irgendwie gibt es sowieso keinen anderen Weg. Also ich erlebe es als Problem, dass deins oder du zu wichtig bist drin, es ist nicht im Gleichgewicht, also dein Teil ist dir zu wichtig. Und gerade wenn ich mich an den Beginn erinnere, da habe ich gesehen, ja, du blühst auf und du blühst auf, wenn ihr euch trefft und wenn ihr euch seht und irgendwie beglückt euch das und es macht euch Freude. Und dann war einfach mein Bedürfnis, also ich spüre irgendwie, ja, ich liebe dich und ich liebe dich und das heißt, ich möchte euer Bestes. Dass das dann Konsequenzen haben könnte, vielleicht auch schwierige für mein Leben, das ist dann da überhaupt kein Gedanke, also das ist nicht da. Das finde ich sehr wichtig, oder? Also viel erlebe ich so, man fragt, ja, ist die Dreierbeziehung die Lösung oder ist Gemeinschaft die Lösung? Und ja, keine Form ist die Lösung, sondern das Festhalten, das sich Fixieren auf eine Form ist das Problem. Und ob man sich auf die Zweierbeziehung fixiert oder auf eine Dreierbeziehung, das kommt aufs selbe raus. Das löst es nicht, sondern ob sich die Liebe darin findet. Und dann wechselt halt die Form immer mal wieder. Eigentlich geht es ums Alleinsein und in einer Zweierbeziehung erlebe ich es so, dass man sich viel länger darüber hinweg täuschen und betrügen kann. Also da geht das mit der Abhängigkeit einfach viel länger. Also ich tue, was du von mir erwartest, damit du das tust, was ich von dir erwarte. Oder eben ich tue das, was du erwartest, damit du mich nicht verlässt und umgekehrt. Und das geht dann zu dritt einfach nicht mehr. Und wirkliche Beziehung, ob zu zweit oder zu dritt oder in einer Gemeinschaft, ist nur möglich, wenn jeder da drin ganz allein steht. Also allein stehen kann und daraus dann in Beziehung geht. Und das ist der Lernprozess. Also vor allem mit der Daniel habe ich dann gespürt, oder jetzt in letzter Zeit auch mit der Marianne, ja,
die wird eigentlich nicht genug geliebt. Die bekommt nicht das, was sie braucht. Nicht, weil ich ihr zu wenig gebe, sondern weil wir ein natürliches Bedürfnis haben, in einem Feld von Aufgehobensein zu leben. Und das ist nicht da. Und wahrscheinlich wird es ihr auf Dauer wohler sein, wenn da noch ein anderer Mann ist. Da denke ich, das wäre ausgeglichener und für sie dann noch eine bessere Situation. Ja. Wahnsinn. Ja, gut.